Herzlich willkommen bei Harz Kompakt. Ja. Und heute mit dir und Dani. Er ist wieder dabei, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich allein unterwegs war. Ja, wir sind hier heute am Oderteich. Das war Stanis Idee gewesen. Er hat sich ein bisschen schlau gelesen. Oh, weiß ich nicht so viel. Ja, da fange ich einfach an. Ich bin das normalerweise hier erste Mal. Jetzt habe ich meinen Fotoapparat mit. Ich möchte gerne ein paar Bilder machen. Und zwar, wenn das möglich ist, also die ganze Landschaft von Teich. Ja. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Teich. Der wurde 1712 angelegt, bis 1755 gebaut. Und er ist einer der vielen Oberharzer Teiche, die man nutzte, um die Bergwerke in Betrieb zu halten im Mittelalter. Und zwar wurde das Wasser über Gräben zu den Bergwerken geleitet und dort auf riesige Wasserräder geleitet, die dann dort die verschiedensten Pumpen oder Förderanlagen in Betrieb gehalten haben. Dieser Teich wurde speziell für St. Andreasberg angelegt, also für die Gruben in St. Andreasberg. Und der Teich ist so dimensioniert, dass die Gruben in Betrieb gehalten werden konnten, selbst bei einer Trockenheit von über 3 Monaten. Wie alle Teiche im Oberharz gehört das zum Weltkulturerbe, zum UNESCO-Weltkulturerbe seit 2010. Dazu gehört auch Goslar und das Bergwerk Rammelsberg. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen was hier an am Teich und gucken nachher noch auf den Graben, der nach St. Andreasberg führt, nämlich den sogenannten Rehberger Graben. Ja, läuft. Hat Stani mir eben gerade noch erzählt, gibt es gar keine Fische, weil der Teich viel zu sauer ist. Denn das Wasser aus dem Oderteich, aus dem Oderbach, kommt vom Brockengelände und dort fließt es durch Moor und Moor ist halt sehr säurehaltig, sodass hier keine Fische sind. Auf der anderen Seite des Oderteiches, jetzt gucken wir uns nachher noch die Ausflut an.
und auf den Dammwagen, da steht ein sogenanntes Stiegelhäuschen, das den Wasserablass reguliert. Auch das gucken wir uns dann an. Wir nähern uns jetzt dem Striegelhäuschen. In ihm befindet sich die Mechanik, die die Wassermenge steuert, die aus dem Teich in den Rehberger Graben fließt. In der Sohle des Dammes befindet sich ein hölzernes Rohr aus Eichenholz, das unter dem Striegelhäuschen ein Loch hat, in das ein Zapfen entweder eingefügt oder herausgezogen werden kann. Und damit wird, ähnlich wie in der Badewanne, die Wassermenge gesteuert. Wir haben hier in der Ausflut 10 Stelen stehen. Die dienen dazu, dass Eis, das Treibeis auf dem See, das haben wir vorhin schon gesehen, nicht die Ausflut verstopft. Die Stelen stehen also am Ende des Oderteiches vor der Ausflut. Und die Ausflut ist der Bereich des Teiches, der das überschüssige Wasser abfließen lässt. Wir sehen hier das Wehr, indem wir die Ausfluthöhe ändern können. Und kommt hier dann weiter, bis es gleich bergab rauscht. Wir nähern uns jetzt der Ausflut. Man hört es schon rauschen. Aber hier vorne sehen wir erst einmal den Beginn des Rehberger Grabens, also des normalen Wasserauslaufs aus dem Oderteich. Rehberger Graben und weiter hier links erstmal das alte Tal der Oder. Man sieht ein kleines Rinnsal, da floss mal die Oder. Und ganz da hinten das überschüssige Wasser aus dem Oderteich durch die Schmelzwässer, die sogenannte Ausflut. Die wollen wir mal versuchen, jetzt besser drauf zu kriegen. Und die Ausflut bildet dann jetzt, bergab gesehen, die Oder. Thank you.
Wir sind hier inzwischen bei einem Granitaufschuss angekommen und er zeigt uns ganz klar, dass der Spruch hart wie Granit nicht unbedingt stimmt. Hier unten sehen wir noch einen Granitbrocken, oben am Hang auch, und das ist eingebettet in Granitgrus. Das heißt, die Erosion, Wind, Regen und Frost haben den Stein zerstört und Sand übrig gelassen. Also wir haben uns sehr intensiv den Oderteich angesehen. Stani, hat es kennengelernt? Hat es dir gefallen, der Oderteich? Super. Erste Mal gewesen, habe ich sehr viele Bilder gemacht. Die werden also im Internet zu sehen. Ja. Ja, und der Oderteich, wie gesagt, ist der größte Teich im Oberharz. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Besuch zu machen. Und Schlittreberger Graben haben wir auch gesehen. Und das führt zum Rehberger Grabenhaus, bei dem wir nicht waren. Aber das werden wir beim nächsten Mal eventuell sagen. Wie immer zum Schluss ein paar Worte zum Film. Wir hatten zum ersten Mal zusammen das Schwebestativ von DJI benutzt, das Osmo Mobil, wo das Handy hier eingespannt wird. Damit hatten wir sehr viel Spaß, das hat man im Film vielleicht mitbekommen. Dafür hatten wir Probleme mit dem Ton. Wir hatten wie immer dem Lavalier-Mikrofon angeschlossen an dem Smartphone den Ton aufgenommen, aber irgendwie war das teilweise gestört. Es kam ein hohes Piepen da drauf. Wahrscheinlich eingefangen durch die lange Leitung des Lavalier-Mikrofons bis zum Handy. Und andererseits hatten wir aber auch den Stecker offensichtlich falsch gesteckt, denn wir hatten eine Übersteuerung. Jedenfalls hört es sich so an wie eine Übersteuerung. Wo es herkommt, wissen wir nicht genau. Aus dem Grund wollen wir jetzt separat arbeiten und kein Handy mehr nutzen, sondern einen Feldrekorder. Und dazu habe ich von Tascam das DR05 bestellt. Und von Zoom das H1 und mal sehen, wie es damit läuft. Wir werden dazu berichten. Dann noch ein paar Worte zum Inhalt des Filmes. Der Oderteich wird gespeist von dem Flüsschen Oder. Nicht zu verwechseln mit dem Fluss Oder, dem Grenzfluss nach Polen hin. Unser Fluss hier, der entspringt im sogenannten Brockenbett. Das liegt in der Nähe von Oderbrück. Ungefähr Braunlage. Torfhaus auf Dreiviertel Höhe. Das Brockenbett oder Oderbruch heißt es auch in dem Fall, ist ein Moorgebiet. Deswegen haben wir auch den relativ sauren pH-Wert im Wasser, dass eben die Fische, wie ich schon im Film sagte, nicht leben können. Die Braunfärbung stammt von den Huminstoffen, die ebenfalls aus den Moorgebieten mitgebracht werden. Der Fluss fließt dann weiter bergab über Oderhaus und dann in den Oder-Stausee bei Bad Lauterberg. Und schließlich in die Ruhme. Um den Teich kann man herumwandern, ungefähr 4 Kilometer, also ungefähr 1,5 Stunden Spazierweg. Der Westteil, wo wir waren, ist Naturfahrt und der Ostbereich ist ein Bohlenpfad im Wesentlichen, der über das Moor führt. Im Westteil, wo wir gewesen sind, kann man im Sommer schön baden, allerdings ist das nichts für Nichtschwimmer. Denn es wird an einigen Stellen sehr schnell sehr tief. Ja, was ist noch zu sagen? Ich wiederhole es einfach nochmal. Wir hatten im Harz ursprünglich mal 145 Stauteiche, die zum Betrieb der Bergwerke nötig waren. Inzwischen sind davon 65 noch in Betrieb. Das heißt, man findet dort das Wasser. Die anderen sind abgeschlagen, wie man es nennt. Dieser Oderteich hier ist der größte von allen. Und er war auch lange Zeit der größte Stausee Deutschlands überhaupt, nämlich von 1722. Bis Ende 1800. Dann wurde abgelöst von anderen Stauseen, die dann höher oder auch größer wurden. Ja, soweit heute zu diesem Thema. Der nächste Film wird dann sicherlich ganz kurz nochmal über meine Erfahrungen mit den beiden Feldrekordern sein. Wenn es gefallen hat, dann Daumen hoch. Das würde uns freuen, ebenso natürlich über ein Abo.